Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wie bereits im vorherigen Video angekündigt, möchte ich heute mit euch einmal über das Interview von Hajime Isayama reden und zwar ganz genau über die Thematik des großen Titanenkrieges. Das hatte ich euch ja schon so ein bisschen angeteased. Was der große Titanenkrieg ist, was Isayama dazu gesagt hat, warum wir Hoffnung haben sollten, dass wir diesen in Manga-Form irgendwann lesen können, das werde ich euch in diesem Video erklären. Wie immer würde es mich freuen, Daumen nach oben, kostenlos abonnieren, ihr kennt den ganzen Spaß und eure Meinung gerne auch unten in die Kommentarsektion. Ja Leute, ich hatte ja schon gesagt, Isayama hat in seinem großen Interview, was er in Band 35 von Attack on Titan, der leider bei uns in Deutschland immer noch nicht raus ist, da hat er ja so ein bisschen darüber geredet und hat uns so einige Infos gegeben. Wir haben diesen Levi One-Shot bekommen, diese Backstory zu Levi bekommen, wie er seine Kräfte aktiviert hat, habe ich auch ein Video zugemacht, könnt ihr gerne mal bei mir reinschauen. Und ja, dabei hat er uns auch die Information gegeben, dass das eigentlich gar nicht sein ursprünglicher Plan gewesen ist. Isayama hat eigentlich etwas ganz anderes geplant. Er wollte nämlich eigentlich eine Geschichte erzählen, die 100 Jahre vor Beginn des ersten Kapitels von Attack on Titan spielt. Und natürlich wissen die aufmerksamen Attack on Titan Leser oder Zuschauer, worum es sich da handeln muss. Es geht natürlich hier um den großen Titanenkrieg. Das ist ein Szenario, eine Geschichte, ein Moment in der Welt von Attack on Titan, über die immer mal wieder im Laufe der Geschichte geredet wurde, bei der wir immer mal wieder Informationen bekommen haben, aber wir letzten Endes doch eigentlich nichts wirklich Handfestes hier vorgetischt bekommen haben. Der große Titanenkrieg ist also eines der entscheidendsten Momente, einer der größten Momente in der Welt von Attack on Titan. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, Leute, viele andere Mangaka hätten wahrscheinlich einen eigenen Arc gemacht, der sich komplett um diesen Flashback dreht, weil er eben so wichtig war für den weiteren Verlauf von Attack on Titan, für den Verlauf auch von Eren Jäger. Eren Jäger wäre nie der Charakter geworden, der er ist. Er wäre nie so aufgewachsen, wie er letzten Endes aufgewachsen ist, wenn er eben nicht stattgefunden hätte, wenn dieser Titanenkrieg nicht stattgefunden hätte. Bei dem großen Titanenkrieg war es nämlich so, dass sich, ja, die... Bei dem großen Titanenkrieg war es nämlich so, dass sich die Taiba-Familie zusammen mit der Fritz-Familie, also der Königsfamilie, zusammengetan hat, um die anderen Häuser, ja, das war so ein bisschen Game of Thrones-like bei Attack on Titan, jedes Haus hat so seine Titanenkraft gehabt und ja, die wollten sozusagen die Herrschaft der Eldia beenden. Eldia wollten die Herrschaft der Eldia beenden. Ich finde es nach wie vor ein bisschen umständlich, das so zu machen, aber ich möchte auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Und ja, da dieser große Titanenkrieg so eine Essenz hat, hat natürlich auch Hajime Isayama sich dazu schon Gedanken gemacht gehabt. Und ja, er sagt dazu, dass er diese Geschichte schreiben wollte, aber dass er Angst hatte. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, ich weiß, aber er hatte nach eigener Aussage Angst, diese Geschichte zu schreiben. Zumindest zu einem Zeitpunkt, der, ja, ich sag jetzt mal so Pi mal Daumen, ein Jahr zurückliegt. Er hatte Angst, diese Geschichte zu schreiben, weil er, ja, nicht genau wusste, ob er irgendetwas da einbauen würde, irgendetwas machen würde, was dann letzten Endes nicht mit der Main Story übereinstimmen würde. Das ist ja etwas, was tatsächlich viele Storywriter, also egal ob im Manga-Bereich oder in allen anderen Bereichen, Film, Serien etc., da ja verhauen sich viele Autoren. Viele verhauen sich da, wenn sie, nachdem sie ihre aktuelle Geschichte erzählen, dann auf die Idee kommen, ach ja, jetzt mache ich mal irgendwie einen Prequel oder generell einfach eine Vorgeschichte, dann verhauen sich viele Mangaka oder viele Storyteller, weil sie dann immer wieder Ungereimtheiten reinbringen, die dann auf die Geschichte, die bereits besteht, die bereits geschrieben wurde, ja, da passt es dann häufig nicht mit überein und wir kennen es alle Leute, in den Fandoms wird dann hitzig diskutiert, es wird die ganze Fähigkeit des Autors in Frage gestellt, ob er überhaupt in der Lage ist, solche Geschichten zu schreiben. Das, ja, hat natürlich auch Isayama hier gesehen, so klingt es zumindest in seinem Interview, dass er das nicht zumindest als erstes machen wollte. Er hatte auch Probleme beim Schreiben der Geschichte gehabt. Das heißt, er hat ja nicht so wirklich gewusst, wie er an die Story rangehen soll, wie er auch die Charaktere rangehen soll. Er meinte, dass das Zeichnen ihm irgendwie schwer fiel. Ich kann daraus vor allem eins lesen, wenn man die anderen Interviews von Hajime Isayama berücksichtigt, dass
dass er ja gerne Charaktere gezeichnet hat, die er schon öfters gezeichnet hat, die ihm einfacher gefallen sind, und er wird wahrscheinlich nicht so wirklich reingekommen sein. Er wird sich natürlich für diese Geschichte einen Hauptcharakter ausdenken müssen, was er wahrscheinlich schon getan hat, aber er hat sich nicht so wirklich reingefühlt in die Sache und hat deswegen sehr große Probleme beim Zeichnen gehabt. Was aber für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den wir hier mal erwähnen müssen, ist, dass er schon daran gezeichnet hat. Also es ist nicht so, dass das irgendwo in einer Ecke liegt und er mal 3-4 Sätze dazu geschrieben hat und sich gedacht hat, ich möchte mal jetzt eine Geschichte zum großen Titanenkrieg machen. Nein, Isayama hat persönlich bestätigt, dass er schon an dieser Geschichte geschrieben und gezeichnet hat. Und Zeichnen ist ja nochmal ein anderes Level, als wenn du etwas nur in Text meißelst. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass er das hier nochmal so betont, weil uns persönlich das auch diese Hoffnung gibt. Es gibt uns die Hoffnung, dass wir irgendwann wirklich dieses Prequel bekommen. Er spricht nämlich davon, dass der Grund oder der letzten Endes essentielle Grund, warum er die Geschichte nicht weitergezeichnet hat, war, dass er erstmal ja eine Geschichte über Levi schreiben wollte, um den Lesern etwas zu geben, was sie ja schon kennen, also in Anführungsstrichen kennen, nämlich einen Charakter, den sie kennen, eine Hintergrundgeschichte, die Leser so noch nicht kannten zu diesem Charakter, und auch, weil er das schon immer mal machen konnte. Er wollte schon immer mal diesen Flashback von Levi, den ich in einem anderen Video behandelt habe, den wollte er schon immer einbauen, aber irgendwie hat er dazu nie den Moment gefunden. Und das war einer der Gründe, warum er sich letzten Endes gedacht hat, okay, komm, ich habe irgendwie gerade einen Hänger beim Zeichnen, ich mache jetzt erstmal das, wo ich doch eigentlich schon genau weiß, was kommt, wo ich schon genau weiß, wie ich zeichne. Und das, finde ich, ist auch eine gute Ausrede von Isayama, dass er sagt, komm, da wusste ich, das geht flüssig. Und vor allem, denke ich, hat das auch sehr damit zu tun, dass er natürlich irgendwo eine Deadline gehabt hat für diesen Band 35. Der musste rauskommen. Und daher hat er natürlich nicht die Zeit gehabt, die er vielleicht hätte haben wollen oder brauchte für die Geschichte des großen Titanenkriegs. Daher kann man da, glaube ich, sagen, dass das die gute Wahl von ihm war, hier eine Short Story über Levi zu machen. Aber hat er denn jetzt eigentlich den großen Titanenkrieg als Prequel-Geschichte komplett verworfen? Naja, wie gesagt, angefangen zu zeichnen hat er es und die Story hat er auch schon angefangen zu schreiben. Das ist für mich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein großes Indiz dafür, dass das Ganze auf jeden Fall noch auf dem Tisch liegt. Ich erkenne auch, und viele von euch, die aufmerksam Hajime Isayama verfolgen und schauen, was er so macht, die sehen immer wieder, dass Isayama nach wie vor großen Spaß am Zeichnen hat. Es kommt sehr häufig vor, dass er immer wieder Sachen zeichnet. Er hat zum Beispiel Billie Eilish als Attack on Titan Charakter gezeichnet und ich bin fasziniert gewesen und irgendwie sogar fand ich es gruselig, wie gut Isayama Billie Eilish in den Artstyle seines Mangas rübergebracht hat. Aber das ist jetzt nur eine Side-Info. Aber jetzt zu meiner Meinung hier, was den großen Titanenkrieg angeht, wie unsere Hoffnung dazu aussehen. Ich habe es ja schon mehrmals anklingen lassen. Die Hoffnungen sind für mich sehr, sehr hoch, dass es passieren wird. Was ich aber sagen muss, ist, dass ich hoffe, dass Isayama daraus nicht einen One-Shot macht. Ein One-Shot für euch, für den Kontext, der geht meistens so zwischen 60 und 80 Kapiteln. Das wären auf die Attack on Titan Kapitel so 1-2 Kapitel angesiedelt. Und ich finde, das ist zu wenig für eine Geschichte, eine umfangreiche Geschichte, die so etwas Großes erzählt, wie, ja, Wortspiel, der große Titanenkrieg. Meiner Meinung nach wären 4-8 Manga-Kapitel wirklich ideal. 4 Kapitel sind immer ein großer Manga-Band gewesen bei Attack on Titan. Und ja, da kann man wahrscheinlich nicht diese Bindung zu den Charakteren aufbauen. Und vielleicht muss man das auch gar nicht bei so einer Geschichte. Aber diese Geschichte muss uns die Hintergründe geben. Es muss uns die Gefühle vermitteln, die damals vorgefunden wurden in der Geschichte des großen Titanenkriegs. Warum die Taiba-Familie zusammen mit der Fritz-Familie ja ihre Tat begangen hat und die Eldia sozusagen verraten hat. Das ist etwas, was gut rübergebracht werden muss. Und ich finde, das kann nicht unbedingt gut rübergebracht werden in einer Geschichte, die ja nur 40-80 Seiten lang geht. Sondern da muss ich, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Und ich habe das Gefühl, das war auch so ein bisschen Isayamas Background, weshalb er das erstmal nicht weitergemacht hat. Um dem Ganzen gerecht zu werden, musst du das auch etwas länger bringen, musst du das etwas ausführlicher bringen. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir bekommen werden. Ja, ich spreche es hier aus, Leute, mein Wort ist natürlich hier nicht Gesetz, glasklar, aber ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwann, das muss nicht dieses Jahr sein, das muss nicht nächstes Jahr sein, aber dass wir einen Prequel
Manga bekommen, in welcher Form auch immer, von Hajime Isayama. Er wird dieses Szenario nicht komplett verwerfen oder verworfen haben. Er wird da früher oder später noch das Ganze ausfertigen und ich denke, wir werden den großen Titanenkrieg dann auch genießen können, irgendwann in Manga-Form. Und auf diesen Tag freue ich mich sehr. Ich bin wirklich frohen Mutes, dass wir das noch bekommen werden. Aber ja, Leute, das war mein Video hier zu der ganzen Thematik. Ich hatte es ja, wie gesagt, angekündigt gehabt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Meinung so ein bisschen zur Diskussion anregen. Oder generell habe ich euch noch ein paar Infos aus dem Interview gegeben von Hajime Isayama. Jetzt könnt ihr mir aber mal eure Meinung zu der ganzen Thematik unten in die Kommentarsektion schreiben. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr nach den Aussagen von Isayama Hoffnung auf den großen Titanenkrieg? Oder sagt ihr vielleicht sogar, na, ganz ehrlich, Kev, komm, schließt es ab, lass es gehen. Lass es ziehen, lass los, er wird es nicht machen, er hat zwar angefangen, aber er wird es nicht weitermachen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentarsektion. Wie schon bereits am Anfang gesagt, würde es mich freuen, einen Daumen nach oben, kostenlos abonnieren, alles würde mir sehr, sehr helfen. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.